So, willkommen zum großen Finale der Reaction Rolls. Heute ist es soweit. Heute werden wir wirklich die Reaction Rolls so zusammensetzen aus den letzten kleinen Zwischenvideos, dass es auch wirklich funktioniert. Ja, seid gespannt, ne? Bevor das Video beginnt, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass wir einen super coolen Discord haben, bei dem sich alles rund ums Gaming dreht. Dort findet ihr immer coole Mitspieler für eure Games. Außerdem veranstalten wir regelmäßig Events, bei denen ihr sogar echtes Geld gewinnen könnt. Jetzt viel Spaß mit dem Video. So, dann legen wir mal los. Eigentlich brauchen wir jetzt gar nicht mehr viel. Wir haben das meiste schon gemacht und zusammengeschrieben. Wir werden einen neuen Listener anlegen. Und zwar einen Reaction Listener. Müssen wir wieder Implement Listener Adapter. Extend natürlich. Ich mache das auch immer falsch rum. Bisschen Adapter. So, und jetzt brauchen wir ein On-Message Reaction Add beziehungsweise ein Re Message Reaction Add Event. Das heißt, wir machen Add Override Public Void On-Message Reaction Add, sein Message Reaction Add Event. Nehmen wir es wieder Event. So, da haben wir jetzt unser Event, das sagt, okay, es wurde gerade zu irgendeiner Nachricht, die ich verwalten kann, die ich sehen kann, eine Reaction hinzugefügt. Das Problem ist, wir wissen jetzt gerade quasi nichts darüber. Wir können zwar hier jetzt dann auslesen, was die ID davon ist, wo in welchem Channel es ist, auf welchem Server es ist, welches Emote da geklickt wurden, alles können wir auslesen. Nur wo kriegen wir die Rolle her? Dafür haben wir ja im letzten Video dann den SQL Manager angelegt, eine SQLite-Tabelle, die eben genau den Server, den Channel, die Message, das Emote und die dazugehörige Rolle dann speichert. Und genau das müssen wir jetzt machen. Wir brauchen dann einen Command, bei dem es gespeichert wird. Und dann hier die Abfrage, wo es wieder abgefragt wird. Mir fällt gerade auf, es wäre schlauer, wenn wir erst den Command dafür machen. Denn sonst macht es ja recht wenig Sinn. Wir haben ja in den zwei Videos davor den React-Command gemacht, in dem wir gesagt haben, okay, wir können hier jetzt eine Reaction hinzufügen. Und den werden wir jetzt so umschreiben, dass wir nicht nur eine Reaction da hinzufügen, sondern dass diese Reaction auch mit einer Rolle verknüpft ist. Genau, wie machen wir das? Ist eine super gute Frage. Ich habe mich wieder viel zu wenig vorbereitet, deswegen habe ich gerade keine Ahnung, ob wir. Ja, wir machen auf jeden Fall eine neue Klasse. Die können wir hier einfach kopieren. Ich glaube, wir können sehr viele Teile davon wieder benutzen. Und die nennen wir jetzt React Roles Command. Gehen da rein. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wie das am schlausten gestaltet wird. Rein theoretisch müssten wir jetzt sagen, okay, man darf immer nur ein Emoji hinzufügen. Und dann kommt hier hinten dran die Hilfe. Die Rolle. Das heißt, das hier wäre Args 3, ist dahinter Args 4. Ein bisschen weg, damit man das auch besser sehen kann. So. Das heißt, wir können auf jeden Fall sagen, die Args-Länge darf nicht länger als 5 sein, weil von 0 bis 4 sind 5. Testen wir das aber hier direkt. If args.length gleich 5. Else schicken wir dann eine Nachricht, dass er verkackt hat. Also zum Beispiel Message. Was nicht Message? Channel.sendMessage. Bitte benutze React
Hashtag Channel. Dann Message ID. Emote. Mal das sind Doppelpunkten hier so. Und Add Rolle. Und das Ganze packen wir in diese einfachen Seitanführungszeichen, also die neben dem, rechts neben dem Fragezeichen auf der Tastatur, wenn ihr eine deutsche Tastatur habt. Damit das dann quasi so Code-Style ist. Genau, jetzt müssen wir das noch so umschreiben. Ich überlege gerade, können wir hier mit message.get mentioned roles, genau. Können wir die Rollen uns holen? Das ist dann eine list role, ja. Das machen wir am besten auch hier direkt oben drüber. Und not roles is empty. Ist auch auf jeden Fall mindestens eine drin ist. Dann machen wir hier role ist, oh, das haben wir immer noch falsch, roles.get 0. Da sehe ich gerade, das können wir auch ändern. Da wäre einfach nur channels.get 0. So, jetzt haben wir unseren Text-Channel, wir haben die Rolle, wir haben die Message-ID und wir haben dann die Reaction. Emote ist gleich args3. Das vorkommt weg, weil wir haben nicht mehr beliebig viele Emotes, wir haben noch das eine. Emote Q. Und jetzt müssen wir das Ganze in die SQL noch reinschreiben. Mit der zugehörigen Rolle. Das heißt, wir machen jetzt light sql.onUpdate insert into React Roles, wie wir die genannt haben. Und jetzt müssen wir angeben, was wir alles hinzufügen wollen. Müssen wir nochmal nachgucken, was wir es alles benannt haben. Dann die Guild-ID, Channel-ID, Message-ID, Emote und Rollen-ID. Also wir machen Guild-ID, Channel-ID, Message-ID, Emote und Rollen-ID. Wir haben es genannt, hätte ich vielleicht Role-ID nennen sollen, damit alles auf Englisch ist. Aber egal. Und dann machen wir hier Values. Jetzt müssen wir aufpassen. Integer schreiben wir alle einfach normal rein. Das heißt, wir machen jetzt dort zwei Anführungszeichen guild. Nein, nicht guild. Dort. Wir brauchen erstmal die guild, also channel.get guild.get id long. Dann hier dazwischen ein Komma. Nochmal zwei Anführungszeichen. Jetzt hatten wir die channel id, das heißt, wir machen einfach nicht der Channel, sondern tc.getIdLong. Dahinter dann die Message-ID. Genau. Jetzt kommt der Emote, oder? Genau. Machen wir einfach hier im Emote. Ups, jetzt wird es echt lang hier. Ich gehe mal da eine neue Zeile. Und jetzt müssen wir hier noch die Rollen-ID einfügen. Und dazu haben wir jetzt die Rolle uns rausgespeichert. Mache einfach role.getIdLong. So. Damit haben wir das dann in die Tabelle reingespeichert. Das können wir auch direkt dann mal probieren. Tun wir mal ein SQL Manager in den Command Manager. Tun wir das hier kopieren. React Role nennen wir es einfach mal oder so.
New React Roles Command. Starten den Bot. Jetzt machen wir hier eine Nachricht, zum Beispiel. Lassen wir es direkt den Bot machen. Dafür haben wir ja die Sachen gemacht. Klicke auf die folgenden Emojis, um deine Rollen zu erhalten. Jetzt tun wir hier uns anzeigen noch. Müssen wir Standard-Emojis nennen, ist ja egal. Zum Beispiel Schwein. Keine Ahnung. Tomate. So. Und jetzt wollen wir hier, müssen wir die kopieren. Und jetzt wollen wir da eine Rolle hinzufügen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal eine Rolle dafür. Rolle. Was haben wir gesagt? Schwein. Die muss natürlich Schweinerosa werden. Dann machen wir erstmal hier React Role Hashtag allgemein. Jetzt die Message ID hatten wir gesagt. Nicht, dass er was falsch mache gerade. Channel Message ID. Jetzt das Emoji, also Spick. Und jetzt die Rolle. Add. Das wird mir gar nicht angezeigt. Doch, da. Schwein. Bam. Jetzt hat es geklappt. Wurde hinzugefügt. Und jetzt können wir in dem Datenbank-Browser mal gucken. Datenbank öffnen. Gehen wir wieder gucken. Ist natürlich nicht gut, während das Programm läuft, da reinzugucken, aber in dem Fall testen wir hier nur, da geht das ja jetzt. Normalerweise solltet ihr das nicht machen. Daten durchsuchen. React Roles. Oh, da steht noch nichts drin. Aber wenn. Oh, es kam auch ein Fehler. Es kam nicht für ein Fehler. Ui. Wieso hat er denn das Emote so als UTF-8 reingespeichert? Das wollten wir natürlich nicht. Na, wahrscheinlich, weil wir das hier nicht raw genommen haben. Was ist mit Roots? Hey, was macht der denn? Ich selber mal gucken. Wie wir davon jetzt zu dem anderen wieder kommen. Weil wir wollen natürlich nicht hier das Emoji speichern. Ah, ich bin so doof. Ich weiß, was wir vergessen haben. Ich habe es sogar vorher noch erwähnt. Wir müssen hier außenrum noch diese kleinen, einfachen Anführungszeichen, die über dem bei dem Hashtag sind, speichern. Und das mag er jetzt nicht. Ja, das mag er alles nicht. Ist mir klar, dass er das nicht mag. Tun wir das nochmal wegnehmen. Geben das Ganze nochmal ein. Bam. Und hat jetzt keinen Fehler mehr gegeben. Jetzt kann man nochmal in die SQLite gucken. Datenbank öffnen. Projects, Clips, Discord, Tutorial. Daten durchsuchen.
React Rolls und jetzt steht das hier drin. Okay, hat es wirklich sogar in UTF-8 als das Zeichen rein. Ja, können wir auch machen. Müssen wir nur gucken, ob wir das vielleicht für Custom Emojis dann ändern oder ob er das selber dann macht. Ja, jetzt wollen wir natürlich in unserem Reaction Listener genau das abfragen, wenn jetzt hier jemand draufklickt, dass ich dann die Rolle bekomme und wenn ich nicht, wenn ich abklicke sozusagen, dass die Rolle wieder weggenommen wird. Ich tue das mal hier zwei machen. So. Und die tue ich schön anheften, damit die nicht gelöscht wird. Jetzt werden wir in dem Event als allererstes prüfen, was für ein Channel-Typ das ist, beziehungsweise wer darauf reagiert hat. Also wir können hier machen event.getChannelType ist gleich Text. Wir wollen ja nur Text-Channel. Dann ifEvent.getUser.isBot. Das Ganze verneint, dass wir nur Reactions von echten Usern bekommen. Und jetzt müssen wir eine SQL-Abfrage machen. Und dazu speichern wir uns erstmal alle Daten raus. Das heißt, wir machen long guild-id ist event.getGuild.getIdLong. Long channel-id ist event.getChannel.getIdLong. Long message-id ist event.getMessageIdLong. String emote ist event.getReactionEmote.getEmoji müsste das sein. Wir könnten hier auch eine ID. Ja, nehmen wir getEmoji. Und genau, jetzt haben wir dafür alles. Jetzt machen wir hier Result Set von Java SQL. Also was Set oder S oder wie auch immer ihr wollt, ist gleich SQLite. LiteSQL haben wir die Klasse genannt. Punkt onQuery. Select RollenID from, haben wir Reaction Roles genannt, glaube ich. Ich vergesse das jedes Mal wieder. Nur React Roles, okay. Where, jetzt müssen wir alles einmal schön abtippen. Guild-ID ist gleich plus Guild-ID and für und einfach hier so Channel-ID ist gleich plus Channel-ID and message-id ist gleich plus message-id and mode ist gleich. Und jetzt Achtung hier wieder in den einfachen Anführungszeichen plus emote. So. Das ist fertig. Dann machen wir jetzt hier ein if set.next. Und ihr seht schon, er beschwert sich. Wir brauchen außenrum ein try-catch, eine SQL-Exception. Und hier machen wir jetzt long rollen-id ist gleich set.getlong rollen-id. So. Und da machen wir jetzt dann einfach
event.getMember. Nein, wir brauchen gut, was brauchen wir denn da? Muss ich gerade selber überlegen. Ein Guild Manager. Warum? Und das ist jetzt hier. Guild-ID hätten wir eigentlich fast gar nicht speichern brauchen, weil egal. Guild.get Manager. Guildmanager. Was falsch ist, war natürlich der Guild-Controller. Ja. Ja, so. Jetzt haben wir es. Kriegen wir auch noch hin. GuildController.addRollsToMember. Da brauchen wir jetzt den Member, das heißt, wir machen. Wir hätten vor uns die Guild noch rausspeichern sollen. Guild ist Event.getGuild. Mal hier. Guild.getController. Guild. Brauchen wir auch. Ich hab schon wieder keine Ahnung. Kriegen wir noch hin heute. Dann add single role to member, wenn uns das so vorschlägt. Oder auch nicht. Ach, er will dann natürlich eine Role, das heißt, wir machen doch hier guild.get role com by ID Rollen-ID. Jetzt haben wir es. Das ganze Punkt Q. So, und das ganze Ding kopieren wir uns einmal. Wir machen dasselbe für remove. Müssen wir importieren. Und jetzt müssen wir das einfach nur abändern, remove roles from member. Und dann sollte das alles so funktionieren. Dann müssen wir das Ganze noch hier einbauen. Builder.add event listeners new reaction Listener. Wir könnten ja nicht alle auf einmal adden. Ach, egal. Muss den Bot einmal neu starten. Kommt halt, Fehler kommen keine, okay. Gehen wir hier drauf. Und wir haben die Rolle Schwein bekommen. Ich tue mal mir alle anderen Rollen wegnehmen. Beziehungsweise ich hätte einfach die Schweinrolle nach ganz oben setzen können. So. Jetzt haben wir ein Schwein. Klicken wir wieder drauf. Haben wir sie nicht mehr. Klicken wir da drauf. Haben sie wieder. Klicken drauf. Haben sie nicht mehr. So. Und das können wir jetzt auch noch mit mehreren machen. Das heißt, wir machen jetzt hier nochmal React Role in dann muss man noch Role hinterstehen, ne?
Rolls. Oh, bin gerade nicht mehr sicher. Ich bin so vergesslich. Nur React Roll, okay. Jenny. Hashtag allgemein. Dann die ID. Dann das Emoji. Da brauchen wir jetzt die Tomate. Tomate. Und wir hätten vorher vielleicht mal dann noch eine Rolle Tomate erstellen sollen, sonst klappt das natürlich nicht. Tomate. Tun wir auch dann nach oben. Könnte das noch hinzufügen. Wenn wir das wegnehmen, bam, haben wir die Rolle Tomate. Ist nicht mehr. Haben sie wieder. Haben wieder Schwein. Und es funktioniert perfekt. Fehler gibt es auch keine. Jo. Das war es dann auch eigentlich schon mit unserem Riesenthema Reaction Rolls. Über jetzt 4 Videos oder so hinweg. Naja, gut. 3 kleine und ein großes jetzt, glaube ich. Vielleicht waren es auch 4 davor. Ich weiß es nicht mehr genau. Bin halt sehr vergesslich, wie man vielleicht heute gemerkt hat. Auf jeden Fall, jetzt funktioniert's. Wir sind alle glücklich und wir sehen uns nächste Woche. Tschö.